Hi. Huch. Aber verkackt. Zwei Spieler haben stärkere Wochen. Die meisten Bossen machen nichts mehr. Dann kommt der Right Him Still Spite. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das müsstest du einem wahrscheinlich erklären. Oh Gott. Oh mein Gott, ich habe überlebt. Oh mein Gott. Skyrim, was ist die? Ah, okay. Ja, yeah, okay. Ja, nice. Ja, mal gucken. Noch hätte ich eh keinen, mit dem ich das Wenn zusammen spiele. Weil, wie gesagt, ginge, meine ich Wenn nur an der Konsole. Und vor meinem Umzug mache ich sowieso jetzt erstmal keine Together-Sachen mehr. Außer halt so Sachen wie Golfit und Dead by Daylight und was weiß ich. Vielleicht irgendwann mal. Ich streiche es nicht komplett von meiner Liste. Was allerdings, was ich nicht anfassen werde, sind Sachen wie Call of Duty und sowas. Da bin ich bis heute raus. Ich besitze sie zwar, aber nur, weil es kostenlos gab. Und für den Fall, dass meine bessere Hälfte mal spielen möchte. Was er nicht tut. Was er aber dürfte. Wenn er fragen würde. Aber er hat gar keine Zeit zum Zocken. Von daher... Ja. Wahrscheinlich einfach umsonst aus dem PSN-Ding geholt. Aber egal, man hat sie. Sie sind vorhanden. Das eine kann ich... Oh, das eine kann ich gar nicht abgeben. Nett. Die Mechanik mit den Schlagwaffen funktioniert so, dass die beiden abwechselnd auf den Boss hauen. Aber dadurch, dass die Waffe auf Sieren ist es sehr wahrscheinlich, dass der Gegner gestunt werden. Er ist Stunlock. Ah, okay. Das klingt auf jeden Fall cool. Und sehr, sehr mies. Also für den Boss. Hauptsache, man besitzt die Spiele. Genau, Jenny. Das ist bei vielen so. Nicht gespielt, aber Hauptsache, ich besitze sie. Das ist schon krankhaft, ey. Das ist schon echt krankhaft, oder? Oh, die waren ja günstig. Ja, die hole ich mir mal. Bis heute nicht gespielt. Du scheinst mir noch nüchtern zu sein. Ausgezeichnet. Das heißt dann wohl, dass das schale Bier und deine Kampfkraft vermutlich diesen Baumschädling zu schmecken gegeben hast. Dann hast du uns einen großen Dienst erwiesen. Denn, wie ich ja schon erwähnt habe, nimmt die Bewachung der Grenze unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Wusstest du eigentlich, dass der Name dieses Wachturms auf einen großen Helden zurückgeht, der in der Gründungszeit Kredanis gewirkt und sein ganzes Leben in den Dienst des Finsterwaldes gestellt hat? Um sein Erbe zu wahren, würde ich die karge Natur dieser Region gerne wieder etwas aufforsten. Florentils Wachturm bildet übrigens eine Einheit mit Eugenias Wachturm. Beide, Florentil und Eugenia, wie auch immer, sollen zu Lebzeiten ein Liebespaar gewesen sein. In Gestalt der Türme können sie auch nach ihrem Tod noch gemeinsam über den Finsterwald wachen. Eine schöne Geste, findest du nicht? Mhm. Nett. Ist zu zweit einfach ein Witz, aber lustig. Jo. Wie lange man Spaß dran hat, ist, glaube ich, fast alles lustig. Oder? Zu zweit spielt es sich sowieso immer besser. Finde ich. Nicht alles, aber vieles. Außer Mario Kart. Bei Mario Kart gibt es keine Freunde. Wie ich schmerzhaft zwischen meinem Verlobten und mir verstehen musste, als wir Mario Kart zuletzt gespielt haben. Und ich ihn einmal angeditscht habe. Das war noch nicht mal absichtlich. Aber ey, umgekehrt. Umgekehrt fährt er mir ständig in den Wagen rein. Denn die waren meckern. Also bei Mario Kart geht die Liebe auseinander. Nein, aber, ne? Wer Mario Kart gespielt hat, weiß es. Da gibt es dann keine Freunde mehr. Bis nach Mario Kart. Danach ist wieder alles gut.
Und die Gletscher scheinen dir keine großen Probleme bereitet zu haben. Vielleicht wirst du auch mit dieser Aufgabe fertig. Direkt nach der siebten Katastrophe tauchten in Erlenbrunn Bimsgolems auf, und zwar in rauen Mengen. Für jeden, den wir erschlagen, scheinen zwei neue aus dem Erdreich zu erheben. Wir haben deshalb eine Druidin rufen lassen, die die Ursache der rapiden Golem-Dings. Cool. Ich habe aus Versehen weitergeklickt. Doch um ihre Arbeit aufzunehmen, benötigt sie einen lebenden Seelenstein. Und zwar einen ganz frischen. Wenn du einen Bims-Golem geschwächt hast, kannst du seinen lebenden Seelenstein mit dieser magischen Urne ohne Ätherverlust konservieren. Die Druidin, die wir beauftragt haben, heißt Yom Ipokan. Boshan? Und logiert im schwimmenden Korken. Bring ihr den Seelenstein vorbei, sobald du ein brauchbares Exemplar ergattert hast. Hals und Beinbruch, meine Liebe. Nice. Nice. Okay, wie gesagt, das andere kann ich leider noch nicht abgeben. Die Beams Golems sind da hinten. Oh. Wird jetzt dann müde bin? Nein, ich bin immer noch in meiner. Immer noch keiner da. Nein, lass mich. Na, das Leben Golems. Braucht die da hinten. Doch nö, da taucht jetzt auch direkt das scheiß Fate auf. Okay. Immerhin jetzt eine Stufensteigerung. Geht zwar nur noch 4 Minuten, aber trotzdem. Ich hab da jetzt keinen Nerv drauf. Viele Inis kann ich ja eh noch nicht laufen. Oh. Okay. Oder? Nee, warte, ich gebe erstmal die anderen Sachen ab. Gebe ich einfach erstmal die anderen Quests ab. Dann machen wir die Klassenquest kurz weiter. Und dann geht's da runter. In dem Video kann man zusammen dann das machen. Mit dem hier bin ich auf Phantom, wie auch immer. Also auf Chaos. Mein eigentlicher, also mein alter Main ist auf Shiva. Aber mittlerweile kann man ja sowieso über Datenzentrum, Gedöns, Dingens, Krams da auch auf Chaos reisen. Also von Light auf Chaos über Chaos auf Light. Geht ja mittlerweile. Zurit! Na, alles gut bei dir? Ich wäre schon längst nach Ulda zurückgekehrt, wenn ich nur meine Ware hätte. So ein Pech aber auch. Ja, ne. Ich bin auf du bist wahr. Ja. Ja, wie gesagt, Weltenreise geht ja auch. Gott sei Dank. Wobei es mir mein Chat immer noch übernimmt, dass ich jetzt auf Chaos bin. Da geht's los. Vielleicht freut es sich ja. Nachher bin ich für 2 Stunden auf meinem Main. Also auf meinem alten Main. Da bin ich auf Shiva wieder. Sobald Hybrid kommt. Wenn Hybrid da ist, mache ich mit ihm nachher, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was er vorhatte. Was ich mache. Ja, das ist einfach besser. Dann hau ich dich. Okay, kannst du machen. Also, wie gesagt, ich bin halt eigentlich auf Light. Eigentlich bin ich auf Light, aber mit meinen Streamcharts gehe ich jetzt halt komplett auf Chaos. Ist halt einfacher. Mal, ich habe halt auf Shiva habe ich halt eigentlich eine Gilde. Gilde wollte aber nicht unbedingt eine Streaming-Gilde sein. Und dann habe ich mich halt mit meinem Co-Leiter dann zusammengesetzt und gesagt, okay, komm.
Ist eh besser. Mir fehlen eh zwei Addons, die ich gelesen habe. Geh ich auf Chaos. Was denn, Zuret? Was denn? Ich bin doch immer noch nicht aus der Welt. Ich kann ja auch mal Shiva besuchen kommen. Meine Ware, sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen, dich so in Gefahr zu begeben? Meine ich natürlich. Denn gefährlich ist es da draußen, wie man sich erzählt. Ja, ja. Wie Mistfliegen sterben, sie in letzter Zeit im Nordfort weg? Habe ich gehört. Bislang waren die Opfer ausschließlich weiblich. Also ist es nur eine Frage der Zeit, bis dem oder den Täter langweilig wird und auch wir Männer dran glauben müssen. Zweifelsohne. Jetzt, da ich so darüber nachdenke, ich sollte lieber noch 5 Jahre hier verweilen und die Lage beobachten. Ich will meine Frau schließlich nicht zur Witwe machen. Wo kämen wir denn da hin? Als Ehemann trage ich Verantwortung. Jawohl. Alter. Okay. Aber ich bin doch immer noch da, Zuret. Ich bin doch immer noch hier. Ich komme einfach mal für einen Stream dann meiner Schieber. Ist das in Ordnung? Nachher bin ich ja auch auf dem alten einmal online. Dann machen wir dann, ich weiß gar nicht, zur Auswahl stand Crews Tagebuch. Halbe könnte mit mir die neuen Raids machen. Ich habe sie ja noch nicht mal auf normal fertig. An Savage denke ich noch gar nicht. Und Dailies stand zur Auswahl. Mal gucken. Die Dame ist unversehrt, das freut mich zu hören. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Jetzt kommt die Kettensäge wieder. Ja, danke. Nein, ich werde sofort das Zimmer herrichten, damit unser Gast sich von den Strapazen seiner langen Reise erholen kann, sobald er hier eintrifft. Hallo, Zuret. Ja, das... Oh mein Gott, ist das cute. Oh mein Gott, ist das cute. Diese Öhrchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das cute. Oh. Ich sterbe gerade von Niedlichkeit. Oh. Diese Öhrchen. Was? Fette Katze, Kapuzenjacke. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Schwänzchen. Oh mein Gott, es gibt dazu auch noch Schüchchen. Oh mein Gott. Ja, ich bin ein Katzenfan. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. I need it. I need it. Wie süß, ja. No. Made ein Lala ist gefallen. Guck unter den Schuhen. Oh mein Gott! Tatzenabdrücke! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Also. Ist der mittlerweile wieder online? Ja, ne? Ja, ist er. Oh mein Gott, aber warum so teuer, ey? Okay, das muss einen Monat warten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, diese Schuhe. Alter, wie knuffig. Selbst das Emote ist cute. Alter, das brauche ich.
Okay, das muss einen Monat warten. Oh. Cute. Echt cute. Aber dein Schatz sieht auch cool aus. Black Dragon. Der sieht auch echt cool aus. Vor allem tatsächlich auch mal was, was richtig männlich aussieht und nicht so ein Bubi. Entschuldigung. Das sieht echt cool aus. Boah. Ja, gut, aber dann weiß ich wenigstens, was ich mir nächsten Monat kaufen werde, Zuret. Nächsten Monat habe ich das dann auch. Dann bin ich eine Katze, die auf einer dicken Katze reitet. Dann brauche ich nur noch das Katzenpad. Und die als dicke Katze verkleidet rumläuft. Ja, süß. Ich brauch's. Aber. Wer ist denn? Mit dem Oberteil verschwindet dein Schweif. Das ist ja egal. Das ist egal. Ich weiß, dass ich eine Katze bin. Das ist egal. Hauptsache, ich bin eine Katze als dicke Katze. Es geht ums Prinzip. Es geht einfach nur ums Prinzip. Den Senior Kaktor. Was? Ich glaube, das habe ich alles gerade gar nicht mit. Nee. Ist alles beim Gehilfen. Huch. Ja. Ja. Cute. Huch. Jetzt stehe ich drin. So, na, wollte ich nicht. Oh. Wirklich teuer, aber ich brauche es. Ja, bei mir ist es das nächste Monat drin. Diesen Monat kann ich nicht. Problem ist halt, dass ich Ende des Monats scheiß GZ zahlen muss. Das ist das Schlimmste daran. Kack GZ. Meine FF14-Rücklagen. Ich sollte die, glaube ich, auch mal machen. Sollte ich, glaube ich, auch mal machen. Ich glaube, anders sehe es aus, wenn ich bereits bei meiner Familie gewesen wäre und mein Geburtstagsgeld abgeholt hätte. Hey, ich habe einen Grund, zu meiner Familie zu fahren. Dann kann ich es mir leisten. Alter. Oh, dieser Vogel, der ist so schön. Oh mein Gott. Ja, damit kann ich gerade nicht mithalten. Habe ich was, was leuchtet? Das leuchtet aber nicht. Das ist einfach nur Wasser. Leuchtet. Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich gern möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Hey Blitz! Danke für die 50 Bits. Ich sehe halt meinen eigenen Vogel nicht mehr. Gibt's den Vogel noch in einer anderen Farbe? Mir geht's super, super, Hybrid. Und dir? Alles gut?
Zurück mal sofort. Da. Ja. Glückwunsch zu einem Monat VIP. bis jetzt war es chillig auf Arbeit. No. Dann hoffen wir mal, dass es so bleibt. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Oder hast du schon Feierabend? Ja. Ich muss gerade einmal kurz was aufschreiben. Jo. Bin seit 10 Minuten oder so, sonst können hier nicht im Stream sein. Das weiß ich ja nicht, du guckst sonst während der Arbeit ja auch mal kurz rein. Deswegen frag ich lieber. Hätte ja sein können, dass du länger machen musst. Ich kann noch nicht fliegen. Ich mag diese Katzenoutfit. Mehr Gründe, Lala zu bleiben. Schaut an Lala einfach super aus. Das ist wahr. Es ist halt echt einfach mega cute. Oh mein Gott, diese Schüchchen. Wie können diese Schuhe so süß sein, ey? Es hätte doch sein können, dass du kurze Pinkelpause machst. Mann. Tja, gut, dann müssen wir uns. Ich freue mich doch, dass du zu Hause bist. Ein Unding ist das. Jawohl. Macht sich dieser Tauge nichts? Von Abenteurer doch tatsächlich mit der Verpflegung für die Bergleute aus dem Staub, die ich ihm anvertraut hatte. Die Ärmsten leiden sicher schon großen Hunger, so hart wie sie dort oben arbeiten. Ich weiß, dass auf euch Verlass ist. Würdet ihr mir den Gefallen tun, um diese Wurzelbrot und diese Wurzelbrote zur Prospektorenhöhle zu bringen? No. Oh mein Gott, Mama Schaf und Baby Schaf. Oh mein Gott. Jetzt sterbe ich hier gerade vor Niedlichkeit. Wisst ihr das? Ist halt so. Aber ohne Witz, Hybrid, ich kaufe mir das halt auch, ne? Aber nicht diesen Monat. Diesen Monat ist Money nicht mehr verfügbar. Meine Oma zum Doc fahren. Bin so gegen 16:30, 17 Uhr am PC. Alles klar. Dann komm einfach wieder rein. Oh mein Gott, das ist so süß, ey. Die Schäfchen. Oh mein Gott. Kann ich das streicheln, ey? Ja. Süß. Einfach nur süß. Einfach nur süß. Oh mein Gott, ich sterbe hier gerade. Ja, das steht auch noch auf meiner Liste. Denkst du, was ich gemacht habe? Ich habe die Meldung Discord bekommen und habe es gleich auf Arbeit gekauft. Ja, ich kann nicht.
Noch nicht. 3 Wochen muss ich noch warten. Dann habe ich es auch. Beziehungsweise sagen wir es so. Ich habe zwar Geld. Ich habe zwar eine Steam-Card geschenkt gekriegt, aber das Geld ist für ein Spiel, was ich vorbestellen will. Deswegen... Nope. Wenn das so ist, ich sag nicht nein, das kann ich gerade aus dem FF-Shop, oh Mann. Ah, ja, ich auch nicht, aber nein. Ja, doch, jetzt habe ich wieder dieses fette Viech. Ich fresse dich, ich fresse dich, ich fresse kleine Lalas. Ich fresse dich. Hi. So ein kleiner Lala. Oh. Okay. Schicken willst du go? Geil. No. Cute, ey. Aber nur cute. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich will nichts von euch. Ist das Fate? Alter, wie sehr hasst mich dieses Fate? Dieser Fate hasst mich einfach abgrundtief. Das wird's egal. So. Dieser Fate. Der kann mich jetzt mal. Hab's trotzdem geschafft. Und für die anderen Dinger muss ich nach oben. Noch immer extra etwas zurück, damit ich im Store was kaufen kann. Ja, wie gesagt, das müsste ich auch mal machen. Wie gesagt, wenn ich mein Geburtstagsgeld schon hätte, sähe das anders aus. Aber naja. Muss ich noch ein bisschen warten. Ja, ich eh alles aus dem Store habe, warte ich immer auf nur auf was Neues. Ja gut. Ich habe leider noch nicht alles. Tut mir leid, aber ich habe damit zu tun, mein knurrender Magen im Zaum zu halten. Will ja nicht, dass die Erschütterungen hier einen Steinschlag auslösen. Da. Ah, dieser Duft. Das könnte nur Eloins phänomenale Wurzelbrote sein. Sowas Gutes habe ich in Ulda nie gegessen. Das kannst du mir glauben. Das ist ja eh Eventzeug. Das man ja ohne zu kaufen. Ja gut, das stimmt. Ich habe halt nur die Sachen halt noch nicht, die vor meiner Zeit waren. Ich spiele jetzt auch erst aktiv seit 1,5 Jahren. Ja. Seit 1,5 Jahren erst. Also gibt einiges, was ich noch nicht habe. Unter anderem auch Mounts. Bei Mounts geht langsam. Die Reihen füllen sich. Wer hat an der Sonnenuhr gedreht? Ist es... Nein. Wer hat an der...
Ist das wirklich schon Zeit? Alter, noch deutlicher geht das nicht. Alter. Hätten sie auch gleich Paulchen Panther da hinsetzen können. Egal. Bin ich froh, dass du keiner von den Halunken bist. Der letzte Abenteurer hat sich mit unserem Proviant nämlich einfach aus dem Staub gemacht. Wovon wir natürlich nichts wussten und weswegen wir den armen Eluin ganz schön zusammengestaucht haben. Richte ihm unseren aufrichtigsten Dank aus. Er hat an der Uhr gedreht. Wie schon so spät. Ja, genau. Ich müsste die Serie mal wieder gucken. DVDs habe ich ja. Es wird mal wieder Zeit. Ich habe heute den Panzer geliebt. Ich glaube, ich hatte sogar so eine kleine Stoffpuppe. Ich kann für Hunger schon keinen Meißel mehr halten. Hier, Wurzelbrot. Hui, vielen Dank. Die redanische Küche ist für meinen Geschmack zu etwas zu fad. Aber Eloins Wurzelbrote könnte ich jeden Tag verdrücken. So, darf ich jetzt wieder zurück? Waren das jetzt die letzten Aufträge? Ja. Dicker Katze. Mein allererstes Mount, was ich mir gekauft habe. Will ich nie vergessen. Natürlich, da kann man nicht durchspringen. Nicht irgendwie online. Nein, ist es noch nicht. Natürlich nicht. Hui. Okay. Jum Epochan? Ja, das bin ich. Was kann ich für dich tun? Hier, guck mal, Seelenstein. Ah, es geht um die Untersuchung des der Bims-Golems, nehme ich an. Wie ich sehe, konntest du einen lebenden Seelenstein erbeuten. Lass mich ihn mal kurz aus der Nähe betrachten. Ja, dieser Stein ist in einem ausgezeichneten Zustand. Ich werde sofort mit meinen Untersuchungen beginnen. Vielen Dank, Anteurin. Du hast der Wissenschaft einen großen Dienst erwiesen. Gut, das hat keinen Folgeauftrag. Die Bergleute haben sich sehr über die Wurzelbrote gefreut. Das freut mich zu hören. Viele der Arbeiter aus Ulda übernachten hier im schwimmenden Korken. Uns liegt viel daran, dass sie ihre Arbeit bei vollen Kräften angehen können. Nun stehe ich schon wieder in eurer Schuld, Abenteurerin. Ich hoffe, dass ich mich einst für eure tatkräftige Unterstützung erkenntlich sein kann. Beehrt uns jederzeit mit einem Besuch, wenn es euch nach Herbstkürbissee verschlagen sollte. Ja, wir haben es fertig hier. Redania. Aber zackig. Können wir tatsächlich die Dragoon Quest weitermachen? Man mag es nie glauben. Tschö. Ich will erstmal nur Dragoon werden. Danach kann ich erstmal die Quest links liegen lassen. Achso, das geht ja gerade noch nicht. Wow. Das hat mir ja viel Geld gebracht. Ja, noch so ein süßer Lala. Lala sind knuffig. Lala sind echt einfach nur knuffig. Mal Quest abgeben. Danach müssten wir die Dragoon Quest kriegen, glaube ich. Bin ich erleichtert, dich zu sehen. Daria, du hast mit Selbstbeherrschung und Entschlossenheit über den irren Volker triumphiert. Als Dank dafür bringe ich dir eine geheime Technik bei,
die nur von dem Gildenmeister an ausgewählte Schüler weitergegeben wird. Die Technik heißt Lanzenschärfung. Damit habe ich alles gelernt, was ich kann. Habe ich dich alles gelernt, was ich kann. Dein Mut ist über alle Zweifel erhaben. Du wirst weitere schreckliche Gegner bezwingen und unvorstellbare Gefahren überwinden müssen. Doch bei all dem wirst du dein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Stärke lockt Stärke an, wo du auch hingehst. Große Herausforderungen werden dich erwarten. Doch auch wenn die Zukunft ungewiss ist, brauchst du sie nicht zu fürchten, denn du bist eine Meisterin der Pike. Nun ziehe ich hinaus in die Welt und erobere sie mit deinem Mut und deinem Speer. Alles klar. Lanzenschärfung.